Servus Leute, ich bin Sascha, willkommen zum neuen Video. Heute mal wieder mit einer richtig, richtig geilen JDM-Karre und zwar einem Nissan 350Z. Viel Spaß mit dem Video. Also Leute, wie schon erwähnt, Nissan 350Z haben wir hier stehen. Muss man ja schon sagen, ist auch schon so für mich von der... wie geil das Auto ist, schon so in der Richtung von einem GTR. Klar, nicht ganz, ist auch in der Zeit etwas früher als jetzt ein R35 GTR. Die hier wurden gebaut von 2002 bis 2009. Wobei man da auch sagen muss, der ist jetzt Baujahr 2006, war es glaube ich, 2006. Ja, richtig. Es gab zwei Facelift-Varianten bei den Dingern. Müsst ihr euch mal belegen, bei den meisten kommt nur eine. Aber diese 7 Jahre, wo die gebaut worden sind, ist halt schon eine gewisse lange Zeit. Das heißt, es gab 2005 das erste Facelift. Da kam man zu Sachen wie Scheinwerfer, Rücklichter kamen andere und so ein paar Kleinigkeiten. Und dann 2007 kam nochmal ein Facelift, das zweite. Und das seht ihr vor allen Dingen auch an der Motorhaube. Ihr seht hier, vor Facelift, vor dem zweiten Facelift, habt ihr diese zwei, ja, wie soll ich sagen, Einkerbungen. Und bei dem zweiten Facelift ab Baujahr 2007 ist es eine Wölbung nach oben. Hat was damit zu tun, dass die Ansaugbrücke geändert wurde und auch der Motor nochmal ein bisschen überarbeitet, dass da praktisch ein bisschen mehr Platz ist. Die letzte Version ab 2.7 hat 313 PS, das ist auch so, sage ich mal, mehr oder weniger der beliebteste Motor. Der hier jetzt 300 oder 301 und der davor hat, glaube ich, 280. Aber alle im Endeffekt den V6 Saugmotor, 3,5 Liter. Und das ist ja schon so ein bisschen der Vorgänger und geht nahe an so einen R35 GTR Motor dran. Klar, der hat 3,8 Liter und ist Turbo aufgeladen, hier Saugmotor, aber die Gene... 3,5 Liter oder relativ großvolumiger V6 Motor von Nissan ist schon so in die Richtung. Jetzt würde ich sagen, wir schauen uns das ganze Ding einmal kurz an, laufen einmal drumherum. Ich muss echt sagen, den 350Z gefällt mir sowieso schon richtig, richtig geil. Wäre auch so ein Auto, was ich mir holen würde. Schaut mal hier rein, seht ihr da was Rotes? Ihr seht schon mal, es ist eine andere Ansaugung verbaut und sogar eingetragen in Verbindung mit der Abgasanlage. Ansonsten, wenn wir mal drumherum laufen, ist jetzt die Serienbereifung, also die Standardfelgen. Auto generell in einem schönen Grau. Ich zeige auch gerne einmal ganz kurz den Innenraum. Das ist natürlich jetzt so ein Thema bei den Japanern. Ja, muss man schon sagen, ist viel Kunststoff, viel Plastik. Und ich weiß nicht, ob man es jetzt auf der Kamera sieht, in der Mittelkonsole ist auch schon so ein bisschen dieser Softlack abgegangen. Das ist halt so ein Thema, was, klar, wenn die Autos mal in die Jahre kommen, lässt sich das kaum vermeiden. Und der hier ist ja Baujahr 2006, wir haben jetzt 2023, also der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber, wie ich finde, trotzdem noch richtig, richtig gut sieht das Ding aus. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, da 2006 auch schon die Facelift-Rückstrahler, Rücklichter, LED. Und das ist natürlich auch so eine Ansicht, wo ich sage, echt pervers. Ihr werdet es wahrscheinlich alle kennen, das Auto sowieso, von Fast and Furious Tokyo Drift. Da ist ja dieser Bösewicht auch mit dem 350Z durch die Gegend gefahren. Und seitdem, muss ich sagen, finde ich das Auto sowieso ultra geil. Jetzt, diejenigen, die es kennen, dem wird schon aufgefallen sein, hier ist nicht alles so ganz original. Nämlich normalerweise hat der 350Z eine zweiflutige Abgasanlage. Da habt ihr hier eine Aussparung und zwei, sag ich mal, kleine Auspuff-Endrohre. Jetzt haben wir hier so ein Ofenrohr, was der Kollege wahrscheinlich beim Kaminbauer anfertigen lassen hat. So wie es aussieht, weil, schaut mal, meine Faust, die passt da ohne Probleme rein. Und ich habe jetzt keine Mädchenhände, würde ich sagen. Hier haben wir auf jeden Fall einen Tomei Exhaust. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, aber Tomei, Tomi, wie auch immer. Hier steht es auch nochmal dran, dass auch jeder direkt weiß, was für eine Abgasanlage verbaut ist. Im Endeffekt Upcut, die hat dann Mittelstelldämpfer und den entsprechenden Endstelldämpfer hier, das Riesending. Und ist somit auch zugelassen. In Verbindung mit der Ansaugung eingetragen. Schauen wir uns gleich an und machen auch gleich noch einen Soundcheck. Jetzt ist natürlich so, dadurch, dass ihr hier eine zweiflutige Abgasanlage hättet normalerweise, ist jetzt das Mittelstück rausgenommen, also es ist normalerweise verschraubt oder verklebt oder geklipst oder wie auch immer, aber rausgenommen, dass ihr das praktisch nicht mehr habt. Und wenn ihr jetzt hinterher fahrt, ich werde euch danach noch ein paar Aufnahmen einblenden, man sieht einfach so viel vom Unterboden und das Differential etc. Sieht schon sehr geil und sehr tuningmäßig aus, muss ich wirklich sagen. Dann gut hier ein paar Sticker aufgeklebt, sonst relativ original, muss ich sagen, aber sieht dennoch sehr, sehr, sehr geil aus. Und jetzt würde ich sagen, wir schauen uns einmal kurz noch den 3,5 Liter V6 an und die Ansaugung. Mache ich mal kurz auf. Top. Also jetzt kommen wir gerne her.
ich meine, das erkennt sowieso jeder, was jetzt hier nicht original ist. Genau. Die mit Thermoband eingepackte, das Ansaugrohr entsprechend. Und das läuft dann hier runter und vorne in die Stoßstange rein. Man kann mal von hier oben reinfilmen, da sieht man es sogar ein bisschen. Da ist jetzt noch so ein Überzug drüber, klar, dass da keine Partikel und sowas über den offenen Luftfilter aufgenommen werden. Und das in Kombination ist eingetragen. Muss man aber dazu sagen, wir haben hier einen US-Import und anscheinend gibt es nur bei den US-Importen, dass das so in Kombination eingetragen werden kann. Keine Ahnung, in Deutschland ist sowieso alles schwierig und Katastrophe mit dem TÜV. Weil ich meine, das schadet niemandem, macht nur so jemanden wie mir oder wie dem Besitzer hier Spaß, aber in Deutschland ist ja alles verboten. Jetzt würde ich sagen, hört man die Ansaugung gut? Ja. Ja. Dann machen wir doch Soundcheck mit Motorhaube offen. Und dann hören wir einmal vorne rein, einmal hinten. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir so. Alter, das ist schon ganz schön laut, Mann. Okay, machen wir vorne die Ansaugen, ob man das hört. Okay, sehr geil. Man hört sogar die Ansaugung, wirklich, muss man sagen. Klar, ist komplett offener Pilz und auch vom Klang her geil. Was natürlich hier jetzt noch viele machen, ist auf Single Turbo oder auf Biturbo mohren, dass da halt auch Leistung im Kessel ist. Aber da können wir gleich mal noch kurz drüber sprechen. So, wir sitzen im 350Z, für mich das erste Mal im 350Z. Hier sogar schön als Handschalter. Ist noch als Sauger oder keine Ahnung, was der Besitzer jetzt damit vorhat, ob der noch irgendwann umgebaut werden soll, weil das ja bei den Fahrzeugen schon beliebt ist, die auf Turbo umzubauen. Die haben ja jetzt serienmäßig der hier 301 PS, die anderen ein bisschen mehr, 313 oder 315, irgendwie so um den Dreh, was ich vorher gesagt habe. Wenn man die umbaut, kann man die gut auf 500, 600, 700, teilweise sogar 800 PS umbauen. Mit einem zum Beispiel Single-Turbo-Kit, dann hört sich das auch echt pervers an, weil ihr wisst ja immer, alles was Single-Turbo ist, hört sich meistens besser an als Biturbo oder sonst was. Gibt aber auch Biturbo-Kits für die 350Z-Varianten. Ich blende euch da gerne mal ein paar Soundaufnahmen ein, gerade vom Single-Turbo-Umbau. Wirklich pervers. Das wäre auch so ein Ding, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Natürlich ist das Problem mit TÜV in Deutschland immer so ein Ding. Weiß ich nicht, ob es da jemand gibt, der da mal ein Gutachten für gemacht hat. Wahrscheinlich nicht. Aber wäre auf jeden Fall geil. Und dann haben die natürlich auch richtig, richtig Leistung. Überleg mal 600, 700, 800 PS in so einem Eimer. Frontmotor, Heckantrieb, gutes Differential drin. Das geht schon ordentlich und macht mit Sicherheit richtig Laune. Jetzt würde ich sagen, wir hören uns jetzt gleich mal ganz kurz die Außenaufnahmen an. Du kannst mich gleich mal rausschmeißen, da vorne rechts, da ist so ein Parkplatz. Schmeiß mich kurz raus und dann hören wir uns das mal von außen an, wenn der mal an der Last vorbeifliegt. So, also jetzt sind alle wach. Schlecht, nicht schlecht. Also Leute, Außenaufnahme habt ihr bekommen. Ich muss echt sagen, hört sich geil an. Als er da vorbeigeflogen ist, hört sich wirklich gut an und war auch echt relativ laut. Aber so muss ja sein. Nochmal ganz kurz zum Thema, damit ihr vielleicht so ein bisschen einordnen könnt, was so ein Auto kostet. Klar, die Preise sind extrem gestiegen, aber ich sag mal so, wenn man jetzt mal so reinschaut, ein gescheites Auto zu bekommen, nicht verbastelt, einigermaßen mit den Kilometern, sage ich mal, liegt man schon so zwischen 20 und 30, was schon krass ist, wenn ihr euch überlegt. Ich glaube, der hatte neu mal so einen Listenpreis von 35, 40, glaube ich, habe ich mal irgendwas gelesen. Mit Ausstattung dann vielleicht 40, 45, weiß ich was. Und der kostet jetzt mit, keine Ahnung, 100.000 Kilometer oder 60, 70, 80. Von Baujahr 2006, 7, 8, irgendwas, kostet immer noch 25.000. Also schon krass, aber da merkt man halt, dass es gefragt ist, dass es ein geiles Auto ist.
Genau, also für mich steht es auf jeden Fall auf der Liste, wäre geil, so ein Auto mal zu haben und dann umbauen auf Single Turbo oder sowas, wäre wirklich pervers. Schauen wir mal, wann das mal zustande kommt und ansonsten würde ich sagen, wir sind soweit fertig mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und schreibt mal, welches Auto wir sonst noch so machen sollen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, ciao, haut rein.